Hallo liebe Rabenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wasser, Wasser braucht der Halm. Es soll heute auch mal um das Thema Bewässerung gehen, um das Thema Wasser für die Gräser, für die Pflanze. Darüber will ich heute ein bisschen philosophieren, nein, ein bisschen was erzählen. Was ist wichtig beim Thema Bewässerung? Was bewirkt das Wasser in der Pflanze? Und wie viel braucht eigentlich die Pflanze an Wasser, gerade jetzt bei diesen heißen Bedingungen? Wir haben jetzt den 28. Juni. Also wir sind im Sommer, wir sind im Hochsommer und es ist auch richtig, richtig warm. Wir haben die ganzen Tage immer so an die 30 Grad hier, schon seit 2 Wochen ganz wenig Regen. Und da ist natürlich, ja, das die Gefahr der Vertrocknung, die Gefahr des Wassermangels riesengroß. Wir haben hier Wasserprobleme. Viele Gärten sind schon komplett vertrocknet. Und ich kriege auch schon ein schlechtes Gewissen, ganz ehrlich, wenn ich an meine Bewässerung denke, die ich hier durchführen muss, um die Rasenfläche am Leben zu erhalten. Darüber reden wir heute in diesem Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Ja, lieber Rabenfix, ich habe mir ein Messgerät gegönnt. Und dieses Messgerät misst die Bodenfeuchtigkeit in Prozent. Und hier an der Südkante haben wir heute Morgen eine Bodenfeuchtigkeit von 25%. Perfekt. Hier in der Mitte haben wir ein bisschen gucken, dass ich guten Kontakt habe zum Boden. Eine Bodenfeuchtigkeit von 19%. Und hier vor der Glasscheibe. Ich steche mal ein paar Mal rein, damit ich richtig schön einen satten Sitz dieser Messsonden haben. Von 33%. 33% Bodenfeuchtigkeit. Hier haben wir auch nur 19%. So, hier haben wir 17% und hier haben wir 22%. Das ist der Field Scout TDR 150 von der Firma Spectrum Technologies. Das ist ein teures Gerät, das besteht aus 2 Teilen. Oben diesem Aufnahmegerät, also diesem kleinen Computer hier, und unten der Messsonde, die hat so 2 Dorne, die gibt es in unterschiedlichen Längen und damit wird halt im Boden jetzt hier so in 30, 40 Zentimeter Tiefe die Bodenfeuchtigkeit gemessen und das Gerät ist ja genau. Und da soll jetzt nicht keiner kaufen, weil es ist wirklich teuer. Man kann auch auf einfachere Art und Weise die Bodenfeuchtigkeit überprüfen, indem man zum Beispiel mit hier so einem Lochstecher oder mit einem Spaten einfach mal ein Stück aus seiner Rasenfläche raussticht und schaut, ne, wie trocken ist eigentlich schon der Boden. Gibt es noch Feuchtigkeit so in den unteren Regionen? Die ersten 10 cm sind eigentlich entscheidend. In den ersten 10 cm muss das Wasser noch vorhanden sein, damit die Wurzeln, die ja auch eigentlich nicht viel tiefer wachsen, überhaupt an das Wasser rankommt. Ja, und ich habe mir halt dieses Messgerät gekauft und ich habe festgestellt, dass meine Bodenfeuchtigkeit durchaus sehr unterschiedlich ist. Hier immer an der Südkante ist sie eigentlich immer zu gering. Und je weiter ich ans Haus rangehe oder in die Fläche reingehe, desto höher ist die Bodenfeuchtigkeit. Ganz klar, hier ballert die meiste Sonne drauf. Hier an der Südkante der Beton, obwohl ich da eine Plastikfolie reingesetzt habe, der Beton saugt natürlich auch die Feuchtigkeit ein Stück weit weg. Und die Betonkante wärmt sich natürlich auf, obwohl sie etwas heller ist. Wenn sie schwarz wäre, wäre sie noch wärmer. Und das heißt, wir haben eine wesentlich höhere Verdunstung. Es gibt 2 Arten, wie das Wasser jetzt aus dem Boden wieder herausgeholt wird. Das eine ist die Pflanze. Die Pflanze, das Gras, die Wurzeln saugen natürlich das Wasser aus der Fläche raus. Und bei heißen Temperaturen, so bei Tagestemperaturen um die 30 Grad, verbraucht das Gras pro Quadratmeter ungefähr 5 Liter Wasser. 5 Liter Wasser werden pro Quadratmeter pro Tag
aus der Fläche gesogen. Und wenn man dann nur einmal die Woche mit 10 oder 15 Litern wässert, dann ist nach 3 Tagen nichts mehr da. Milchmädchenrechnung, ganz einfach gedacht. Und das Gras, und das ist jetzt das Faszinierende, was ich auch nicht wusste, das Gras, das schwitzt, das transpiriert. Das Gras saugt vor allen Dingen das Wasser durch die Pflanze durch und gibt es an den Blättern in Form von Transpiration wieder ab. Da gibt es so kleine Öffnungen in den Blättern und da schwitzt richtig das Gras. Und mit dem Wasser wird auch aus der Pflanze Kohlenhydrate, also Zucker, ausgespült. Und dieser Zucker setzt sich dann außen an dem Blatt fest und dann kommt morgens der Tau. Der Tau fällt runter, legt sich auf die Blätter, vermischt sich mit dem Zucker, mit den Kohlenhydraten und dann ist das eine perfekte Nährstofflösung für die Pilze, für die Pilzinfektion jetzt im Sommer, für den Schneeschimmel, für die Fusarium, das ist so ein Sommerschimmel, der relativ schnell die Fläche kaputt macht. Und deswegen muss der Tau vom Rasen runter gebürstet werden, im Boden dann natürlich auch möglichst schnell versickern, damit es keine Pilzinfektionen gibt. Ja, das sind tatsächlich die wirklichen Wahrheiten, die man bei so einem Greenkeeper-Lehrgang dann auch wirklich lernt. So, also 5 Liter bei 30 Grad Tagestemperatur pro Tag saugt das Blatt durch die Pflanze durch. Das ist ein Innendruck in der Pflanze, die ist überhaupt möglich. Es gibt so mehrere Faktoren, vor allen Dingen der Innendruck der Pflanze, also so ein Saugdruck, der sogenannte Tugor, der sorgt dafür auch, dass das Blatt immer so schön prall ist und aufgestellt ist. Und wenn eben kein Wasser mehr da ist, dann bricht dieser Innendruck der Pflanze zusammen und dann fängt an, das Blatt zu welken und ja, auch bläulich zu werden, hat keine Kraft mehr, sich wieder aufzustellen, wenn man drauf tritt. Und das ist dann der kritische Punkt, da muss man sofort wässern. Das ist eigentlich auch überhaupt der Zeiger, wenn man sofort bewässern muss. Man kann bis zu diesem Welkepunkt warten, aber wenn der erreicht ist, muss man sofort wässern. Und man soll eben nicht zu viel wässern. Die Grundregel ist tatsächlich, möglichst selten wässern und dann möglichst viel wässern. Was ist viel? Ist auch eine ganz wichtige Frage. Wie viel soll ich denn wässern? Bei sandigen Böden, ich habe hier einen sehr sandigen Boden, bei sandigen Böden sind so 10 bis 15 Litern pro Bewässerungseinheit sinnvoll. Also 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter solltet ihr bewässern, also wirklich kräftig. Und dann müsstet ihr auch wirklich mal schauen, habt ihr denn überhaupt diese Menge? Und ich stelle fest, dass viele immer viel zu wenig sprengen und viel zu oft. Und daran gewöhnt sich natürlich das Gras. Wenn ihr immer so jeden Tag so ein bisschen wässert, dann ist natürlich immer jeden Tag Feuchtigkeit an der Oberfläche. Und die Wurzeln sagen sich, hey, Wasser an der Oberfläche, ich wurzel mal ganz flach. Ich muss ja gar nicht tief in den Boden rein, weil das Wasser ist ja immer verfügbar. Und genau das wollen wir nicht, das wollen wir überhaupt nicht, weil dann freut sich die Poanua, dann freuen sich alle flachwurzelnden Pflanzen. Und wenn es dann doch mal trocken wird, wenn mal die Bewässerung aussetzt, dann geht das Gras sofort kaputt. Weil es ja überhaupt nicht in der Lage ist, Wasser aus tieferen Regionen herauszusaugen, herauszuholen. Die Wurzeln sind nicht lang genug. Und wenn man eben die Pflanze ein bisschen dazu erzieht, dass sie tiefere Wurzel bildet, weil das Wasser eben nur unten verfügbar ist und wir wässern halt nur einmal oder vielleicht zweimal im Hochsommer die Fläche, dann muss das Wurzelwerk tiefer wurzeln, um sich von unten das Wasser zu holen und dann wird auch das Gras etwas robuster, etwas weniger trockenheitsanfällig. Ich sabbel zu viel, ne? Ich muss mal die Stellung wechseln. Ich gehe mal woanders hin. Jetzt bin ich mal hier im Schatten der Eiche. Weil ich wahrscheinlich so ein bisschen Schatten auf dem Gesicht, ist egal. Ich gehe mal jetzt ganz kurz runter, laufe mal kurz runter. Ist ein bisschen dunkel. Naja, geht noch. Ich laufe mal ganz kurz runter und messe auch hier nochmal. Ich messe uns mal hier. Was haben wir hier? Unterm Baum. 18%. Ich habe am Montag, heute haben wir Mittwoch, am Montag das letzte Mal gewässert. Morgens in der Frühe. Gleich, ne, wieder wichtiger Tipp. Also eigentlich nachts oder morgens wässern. Ich bewässere von 12 Uhr Mitternacht bis morgens um 7. Das ist für mich die perfekte Zeit zur Bewässerung. Dann kann der Boden das Wasser am besten aufnehmen
Und wir nutzen noch die Feuchtigkeit, die am Morgen auf überhaupt so aus der Luft auf die Fläche fällt, nämlich den Tau. So, also das waren jetzt 18%. Ja, ich sage euch gleich, was sinnvoll ist. Hier haben wir 30%. Das ist echt krank. So, hier hinten, ich hoffe, ihr seht mich noch, haben wir 25%. Gehen wir nochmal aufs Grün. Ich glaube, das ist auch noch mit drauf auf dem Film. Mein Grün entwickelt sich prächtig. 23%. Oh, ein paar mehr Messungen hier. 27%. Da war es locker. 23%. Schön gleichmäßig. 26%. 28%. Ja, die Bodenfeuchtigkeit in Prozent sollte nicht unter 15% fallen. Also 15 ist so die Grenze, wo man dringend wieder bewässern muss. Dann ist das Gras noch gesund und fängt nicht an zu welken. Ab so 10% wird es richtig kritisch, das sieht man dann auch. Dann wird das Gras braun, dann gibt es halt diese bläuliche Farbe, weil der Druck aufhört, das Wasser nicht mehr zur Verfügung steht, dann bleibt der Halm auf der Fläche liegen. Dann wird es kritisch. Und wenn man dann nicht wässert, dann geht das Gras halt kaputt. Glücklicherweise kommen die Gräser, wenn man dann nach einer nicht zu langen Wartezeit wieder anfängt zu wässern, kommen die Gräser schnell wieder raus. Also das Gras regeneriert sich wirklich sehr schnell. Ja, und was auch man mit diesem Gerät noch sehr gut feststellen kann, sind so Trockenheitsstellen, so Dry Spots heißt das in der Fachsprache, also Trockenstellen. Die kann man damit sehr gut ermitteln. Es ist eben tatsächlich so, dass die meiste Fläche auch bei mir relativ feucht immer noch ist. Wir haben heute Mittwoch, also ich brauche nicht wässern bei 27% oder 28%. Ist das noch gar nicht notwendig, aber ich habe ein paar Trockenstellen. Da habe ich euch schon gezeigt, an der Südkante, am Wall und hinten da, wo meine Bewässerung nicht optimal ausgelegt ist, da habe ich schon 10% und 5%. Und da werde ich jetzt tatsächlich auch nur lokal bewässern, also nicht mehr die ganze Bewässerungsanlage laufen lassen, sondern nur diese Trockenbereiche nachwässern. Das ist natürlich dann besonders wassersparend. Man ballert nicht Wasser auf die ganze Fläche und das läuft nur durch, ne? weil es eben zu viel ist, sondern man bewässert nur da, wo es eben trocken ist und beobachtet den anderen Bereich. Hier ist eine Trockenstelle, da habe ich gestern gemessen, da kann ich noch mal einblenden, aber bitte sagt nichts über meinen Hut. 5,8. So richtig in die trockenen Stellen ein. 4,3. Also hier ist es total trocken. Das liegt daran, weil dieser Bereich von meinen Beregnern nicht richtig stark bewässert wird. Hier habe ich gestern gewässert, habe ich gestern Abend kräftig gewässert, ausnahmsweise abends, widerspreche mich gerade, ich weiß, aber weil ich das von Hand gemacht habe. Und jetzt haben wir hier schon wieder 15%. Also hier ist jetzt gerade so viel Feuchtigkeit drin, dass das Gras überleben kann. Und man sieht auch sofort, wie die Fläche, wieder ein bisschen grüner wird. Das geht von heute auf morgen. Das geht also so schnell, dass sich eine vertrocknete Fläche wieder verändert. Das ist echt der Wahnsinn. So, lieber Ranzis, wir haben jetzt schon über das Thema Transpiration gesprochen, der Gräser. Der Boden, da verdunstet natürlich auch Wasser. Ne? Aus dem Boden wird das Wasser durch die Wärme natürlich herausgesogen und verdunstet in der Oberfläche. Das ist die Evaporation, also das Verdunsten des Bodens. Und diese Kombination aus Transpiration und Evaporation nennt man Evotranspiration. Mit einem Computer kann man aufgrund der Randbedingungen, ne, der Rasentragschicht, der Gräserarten, der klimatischen Bedingungen, Regen, Sonne, eine Sonneneinstrahlung, kann man also ziemlich genau vorhersagen, wie viel Wasser, ne, bei bestimmten Bedingungen aus der Fläche herausgesogen wird, wie viel Wasser die Pflanze benötigt. Und dann entsprechend natürlich genau diese Menge wieder zuführen. Denn wir wollen ja nicht, dass das Wasser durch den Boden einfach nur durchsickert und dann im Grundwasser verschwindet. Wir wollen nur so viel wässern,
dass das Wasser auch wirklich vollständig der Pflanze zur Verfügung steht. Und das ist ein Wert, den man wissen muss. Das hängt eben von der Wasserdurchlässigkeit ab und das hängt von der Wasserhaltefähigkeit des Bodens ab. Und das hängt eben von der Bodenart ab, ob das jetzt ein lehmiger Boden ist, ob das ein sandiger Boden ist. Und bei sandigen Böden, da liegt der Wert so um die 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter. Das ist so die Menge, die der Boden halbwegs noch vernünftig im Wurzelhorizont, in der Rasentragschicht, aufnehmen und festhalten kann und mehr nicht. Und alles, was dann darüber hinaus bewässert wird, das läuft einfach nur weg und steht nicht zur Verfügung. Also das ist so ein Wert, den man wissen sollte. Was kann mein Boden überhaupt aufnehmen? Das nennt sich übrigens Feldkapazität. Ja, also die ganzen Fachbegriffe. Das ist die Feldkapazität des Bodens, also was wirklich im Boden gehalten werden kann. Und die liegt eben bei mir so bei 9, 10 bei meinem sandigen Boden. Und deswegen wässere ich so 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter, um nicht zu viel zu wässern, um eben die sinnvolle, perfekte Wassermenge nur auf die Fläche zu hauen. So, lieber Rampfix, ja, fassen wir nochmal zusammen. Also, ich habe extra nochmal meinen Zettel geholt und ich habe mich jetzt hier schon in den Schatten gestellt, weil ich muss ja echt aufpassen. Also, das eigentlich muss ich meinen Hut tragen. Ja, ich habe nochmal hier eine schöne Übersicht. Das ist von dem Christoph Schlautmann, einem Greenkeeper, der uns auch ausgebildet hat an der Doyle in Kempen. Und der hat ja mal diese Grundsätze der Bewässerung nochmal zusammengeführt. Ich habe noch nicht alles erwähnt. Regnen vorzugsweise Nacht, hat er gesagt. Verteilgenauigkeit, das ist noch ein wichtiges Thema. Also ich bin auch ständig dabei, meine Beregner zu optimieren und auch zu überprüfen, ist die Wassermenge, die über die Beregnungsanlage auf die Fläche gesprengt wird, ist die möglichst gleichmäßig? Also das ist echt ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Nicht, dass irgendwo viel zu viel und irgendwo viel zu wenig bewässert wird. Na, an der einen Stelle da, habe ich eben gezeigt, da ist die Beregnung nicht optimal. Deswegen habe ich da so einen Trockenpunkt. Ja, dann auch noch eine wichtige Sache. Um eine möglichst gleichmäßige Versickerung zu erreichen, sollte man nur 5 Liter pro Stunde bewässern. Was heißt 5 Liter pro Stunde? Wenn ich 15 Liter pro Quadratmeter bewässern will, dann muss ich 3 Stunden, in einem Zeitraum von 3 Stunden, das Wasser auf die Fläche spritzen. Genau. Bei Trockenstellen empfiehlt er auch ein Wetting Agent. Ist ein spezielles Thema, Wetting Agent. Gerade sandige Böden neigen dazu, dass sie hydrophob werden. Dass diese Sandkörner, die kriegen so ein Coating, die kriegen so eine Beschichtung durch irgendwelche organischen Stoffe. Das ist wie so eine Art Wachsschicht, so eine wasserabstoßende Schicht. Und dann können diese sandigen Böden das Wasser nicht mehr halten. Diese Stellen habe ich hier auch immer wieder. Und dafür wurden diese leider sehr teuren Wetting Agents entwickelt, um an solchen Stellen wieder das Wasser in den Boden reinzukriegen und den Pflanzen verfügbar zu machen. Ja, schnell austrocknende Stellen, die gibt es natürlich schon. Stellen, die sehr stark in der Sonne liegen oder wo die Bodenverhältnisse nicht optimal sind. Schnell austrocknende Stellen von Hand nachwässern. Also nicht immer gleich die ganze Fläche bewässern, sondern schauen, ne, wo ist der Boden feucht, wo ist er trocken und gegebenenfalls an der Stelle nachwässern. Ups, es ist wieder richtig windig hier. Ja, durchdringende Bewässerung haben wir gesagt und je nach Boden- und Witterungsverhältnissen alle 3 bis 4 Tage, sagt er hier, wässern. Also bei normalen Sommertagen alle 3 bis 4 Tage. Ich versuche nur einmal die Woche zu bewässern und wenn es eben heißer wird, gehe ich auf 2-mal die Woche und schaue halt eben, dass ich eben dann die Trockenbereiche noch nachwässere. Eine wichtige Sache habe ich noch vergessen und das sind die Gräser selbst. Ich habe eine Tabelle und die will euch jetzt mal vor die Kamera halten. Ich hoffe, das funktioniert. Die halte ich mal hier so ganz dynamisch vor die Kamera. Die ist vom Herrn Dr. Müller-Beck. Das ist einer der Gurus der deutschen Rasenszene. Und in dieser Tabelle ist aufgelistet, welche Gräser wenig Wasser benötigen und welche Gräser möglichst tatsächlich viel Wasser benötigen. Und an oberster Stelle mit dem höchsten Wasserbedarf steht die Poa supina. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Direkt gefolgt von der Poa annua. Und auf der anderen Seite steht ein Gras, was wir noch gar nicht so oft überhaupt besprochen haben.
Das ist der Rohrschwengel, die Festuca rundinacea. Die Festuca rundinacea, der Rohrschwengel, ist so ein südgrasartiges Gras, das aber nicht braun wird im Winter, das sehr lange Wurzeln bildet. Es ist aber auch sehr breitblättrig. Man versucht gerade, die Züchter versuchen gerade, Rohrschwingelsorten zu züchten, die feinblättriger sind. Die Festuca rundinacea, die fällt also in der Fläche richtig auf. Ein sehr robustes Gras, das braucht am wenigsten Wasser. Und dann kommen so in der Mitte, sage ich mal, die Poa pratensis, die Lolium perenne. Dann kommt die Festuca rupra, die sehr robust schon ist. Auch ein sehr feines, sehr hübsches Gras, dunkelgrünes Gras, aber eben hat sehr feine Blätter. Und da muss man sich natürlich immer überlegen, was will man eben? Was für Gräser möchte man haben und muss die Konsequenzen entsprechend tragen, auch vor allen Dingen bei der Bewässerung. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, genug gequatscht, lieber Rasenfix, zum Thema Bewässerung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt. Das Thema ist sicherlich noch so viel breiter, als ich das jetzt hier in der kurzen Zeit vorgetragen habe. Aber es ist wichtig, gerade jetzt im Sommer wird es immer kritischer und vor dem Hintergrund, dass wir sehr, sehr wenig Regen haben und auch schon einige Länder mit Trockenheit zu kämpfen haben, muss man sich schon die Frage stellen, kann man und darf man überhaupt noch seine Rasenfläche bewässern? Ist das noch vertretbar? Die Frage stelle ich mir auch. Das ist ganz schwierig und ich kriege dann auch so manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich hier in den Nachbargärten die vertrockneten Rasenflächen sehe und meine Fläche ist immer noch schön grün. Also das ist heikel. Also irgendwann werden wir zu dem Zeitpunkt kommen, dass wir auch im Sommer nicht mehr bewässern dürfen, wenn das so weitergeht. Und darauf müssen wir uns einstellen, darauf müssen wir uns vorbereiten. Wir müssen uns auch überlegen, wie man vielleicht noch effizienter bewässern kann. Ganz wichtiges Thema. Ja, da wird noch viel passieren. Auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit eurer Rasenfläche. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.